Habt ihr den schon gesehen? Hallo zusammen. Wir haben wirklich ganz, ganz viele News heute zu teilen und es freut mich sehr, dass ich wieder mit euch sprechen kann. Was ist in diesem Monat wieder alles passiert? Als erstes würde ich sagen, wir können auf ein Quartal Wachstum zurückblicken. Und zwar, wir sind 9% gewachsen in einem Quartal und das in einer lahmenden Volkswirtschaft. Ich würde sagen, darauf können wir alle extrem stolz sein. Seit einigen Tagen oder mittlerweile Wochen haben wir hier auch den Switch von dieser etwas altertümlichen Flasche zu dieser modernen Flasche gefunden. Und wer sie jetzt schon zu Hause hat, kann ich nur beglückwünschen. Und die, die es noch nicht haben, würde ich sagen, ganz schnell bestellen. Was gab es noch Neues? FabX haben wir wieder bekommen. Nachdem es lange Zeit out of stock war, haben wir es wieder und ich würde sagen, mir schmeckt es wunderbar. Ich hoffe, euch schmeckt es genauso. Es ist ja auch extrem wichtig, dass die Marke Forever immer bekannter wird. Und hier haben wir gerade wieder einen ganz tollen Artikel in der Werde-Zeitung über 6 Seiten, die die Geschichte von Forever beschreibt. Und der, der es noch nicht gelesen hat, kann ich nur empfehlen, besorgt euch das Magazin und zeigt es euren zukünftigen Partnern. Und ein weiteres Highlight kommt natürlich jetzt, oder ist gerade im Entstehen, ist eigentlich fast fertig, das ist das neue Büro in Österreich. Wir werden aller Voraussicht nach im Juli, August einen Soft-Launch haben und dann im September dort richtig tolle Veranstaltungen machen können. Und ihr seht, wir investieren in Forever, wir investieren in neue Räumlichkeiten, damit ihr noch mehr Umsatz machen könnt, damit ihr unsere Marke noch weiter empfehlen könnt. Und was unheimlich schön zu sehen ist, ist wirklich, wie wir als Dachregion immer stärker zusammenwachsen. Nicht nur beim Fußball trennen wir Deutschland und die Schweiz uns mittlerweile mit 1:1, sondern auch so auf den Veranstaltungen, wie zum Beispiel an dem Schweizer 25-Jahre-Tag. Es ist ganz, ganz toll, wie wir zusammenwachsen und wir als noch drittgrößte Region weltweit. Ich bin ganz, ganz sicher, dass wir hervorragende weitere Monate, Jahre vor uns haben. Es freut mich, mit euch zusammenzuarbeiten. Vor mittlerweile 1,5 Wochen hatten wir die Villa voll besetzt. 160 FBOs waren hier in der Villa und wir sind aus allen Nähten geplatzt. Wir hatten 2 wunderbare Tage zum Supervisor Incentive und danach noch am Sonntag den Women Empowerment Day mit tollen Sprechern, mit unseren neuen Räumlichkeiten, die ich jedem wirklich nur ans Herz legen kann. Nutzt diese Räumlichkeiten, weil sie sind für euch. Wir haben sie für euch gemacht. Wir haben 3 Räumlichkeiten. Den unteren Raum können wir mittlerweile mit 80 Leuten bestuhlen. Wir werden auch noch stark an dem Sound dort arbeiten. Das Licht ist hervorragend und alle, die da waren, werden euch bestätigen, es ist eine ganz tolle Location. Nutzt es wirklich, um euer Geschäft nach vorne zu bringen. Online ist wichtig, aber die Verbindung aus Online und Offline ist wirklich... Am Freitag war ich in der Schweiz und ich muss sagen, wirklich, das war so eine tolle Veranstaltung. Wir hatten, glaube ich, zwischen 200 und 300 Gästen in der Schweiz zum 25-jährigen Bestehen. Wir haben verschiedene Interviews geführt, alte, neue und interessierte FBOs haben uns dort kennengelernt. Wir haben Werksführungen gemacht. Das Marketing-Team aus München war da, das Customer-Care-Team auch aus München war da und wir haben wirklich eine ganz tolle Zeit zusammen verbracht und wer noch nicht in der Schweiz war, sollte sich ganz schnell dort auch mal hinbegeben. Was haben wir noch? Natürlich unsere weiteren Success Days. Es geht ja weiter. Nach Österreich gehen wir ganz bald, dann in der Schweiz. Peppi, 700 FBOs wollen wir dort sehen, das wäre absoluter Rekord. In Bad Nauheim erwarten wir 1000 FBOs. Und Österreich, würde ich mal sagen, steuern wir diesmal die Marke von den epischen 500 an. Da sind wir alle mit dabei. Das würde mich unheimlich freuen. Jeder Success Day ist für sich einzigartig. Es ist kein Österreich-Success Day oder Schweiz oder Deutschland, sondern es ist ein Dach-Success Day. Ja? Deshalb, auch als Österreicher, ihr könnt nach Deutschland und in die Schweiz kommen. Als Schweizer könnt ihr nach Österreich und Deutschland kommen. Und als Deutsche kommt bitte auch mal in die Schweiz und nach Österreich. Es ist unheimlich gut. Jeder Success Day ist für sich wirklich ein absolutes Highlight und ja, meldet euch an. Wie gesagt, Plätze sind wie immer begrenzt. So, das war's jetzt auch für dieses Mal und ich sage au revoir, wir sehen uns in Cannes.